Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enslaved Odyssey to the West und dem Beagle. Wir haben da unten eine Erinnerung. Aber erstmal will ich gucken. Ja, natürlich Kügelchens. Yes. Sag ich doch, das ist Simon Peck. Nur schon wieder so eine Störung im Stirnband. Warum reden die eigentlich nicht viel mehr miteinander, wenn sie so einen Schiss hat? Ich meine, sie können es ja anscheinend, ja? Naja. Aber sei es drum. Ich entscheide das ja nicht. Oh, ich kriege Stun-Angriffe. Noch mehr Roboter. Wo man doch hier so viel sehen kann. Okay, ich bin jetzt oben auf dem Gebäude. Und fast am Metallturm. Ist das nicht ein Roboter? Das sind Roboter. Den habe ich überrascht. Der wollte Alarm machen, der Digge hier. Ohne mich kein Alarm. Ah, ist voll. Okay. Schafft er das? Er schafft es. Wow, 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 wow. Oh nein, 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 ich muss das machen, ne? Okay, rüber, 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 hoch, 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 hoch. Nochmal rüber, 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 rüber. Oh Gott. Ein Moment, Leute. Mein Fernsehgerät wollte sich ausstellen. Ich weiß nicht warum. Das wäre sehr schlecht gekommen. Und wie wollen wir Trip jetzt dahin holen? Ich glaube, ich kann mit diesem Metall eine Brücke bauen. Echt jetzt? Okay. Voll die Brücke. Du solltest doch da bleiben. Hey Trip, hörst du mich? Monkey, Hilfe! Was ist los? Er ist aus dem Nichts gekommen. Ich habe mich bloß umgesehen und... Wow, 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 wow. Reg dich ab und erzähl mir genau, was passiert. Schon gut, ich sehe schon. Hoppala. Der ist zu stark. Bleib ganz ruhig. Beweg dich nicht. Monkey, Hilfe! Ja, halt doch die Schnauze! Okay, ich komm dich holen. Hey! 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 Hey Trip, benutz das Zeug, das ich runtergeworfen habe, um rüberzukommen. Das Vieh bleibt nicht lange unten. Okay. Kann ich nach ihr gucken, oder? Wo muss ich denn hin? Ha? Das sieht irgendwie sehr cool aus, was er tut, muss ich gestehen.
Kein Wunder, dass sie ihn alle Monkey genannt haben. Er ist auch einfach ein kleiner Monkey. Und das meine ich nicht negativ. Er klettert wie ein Gott. Wenn es einen Monkey-Gott gibt, dann wäre er das, weil er kann klettern wie ein Gott. So sieht's aus. Boah, hier ist ja richtig los mit Kügelkerns. So, wo muss ich denn hin, um Trip zu retten? Ich muss mir das immer merken, dass es nicht Trish ist, sondern Trip. Ja, du dämliche Kuh, ich bin auf dem Weg. Wenn ich nur wüsste, wohin. Nee, hier nicht. Hä? Ich hab's gesehen. Manchmal sieht man die Scheißteile aber auch richtig schlecht, ne? Okay. Ja. Hab ich ihn da gerade gesehen? Was machst du denn? Nein, warte mal. Erst hier hin? Boah, Kamerawinkel, mach's doch noch schlimmer. Sollte sie nicht eigentlich über die... Oh, Monkey! Trip! Monkey, es war so schrecklich! Komm jetzt! Es war so schrecklich, komm deine Arme mit Trip! Komm schon! Oh, Monkey, es ist doch nicht her! Oh, nein! Es ist laut. Ich will. Wirf mich da hoch, schnell. Ja, und ich soll dann gegen ihn kämpfen? Vergiss es. Ich sag euch, der kommt jetzt genau rein. Er ist drin, Monkey, schnell, komm hoch! Ach, sag bloß. Trip, wo bist du? Ich bin okay. Okay, ich komme. Kletter weiter. Monkey, ich habe einen Ausweg gefunden. Mhm. Pass auf, Monkey! Okay, da. Boah, manchmal ist das überhaupt nicht einfach zu sehen, wo er eigentlich hin soll. Aber passt schon. Ich hab die liegen lassen. Egal. Also ein bisschen Selbsterhaltungstrieb habe ich ja dann doch schon. Warte, was? Nein, die drei nehme ich nicht mit. Sorry, aber nein. Hi. Lass uns gehen. Liebes, lass uns gehen. Das wird mir zu heiß. Du Scheiße. Und jetzt? Jemanden einfach runter? Echt einfach runter? Das ist aber mutig, ne? Die drei nehme ich dafür aber mit. So sieht's aus. Ich sag euch, ihr Lieben, die steht auf den. Und irgendwie mag er sie auch. Und sie scheint ein Grund. Sie traut sich zwar noch nicht. Was ist das denn? Ein Kino! Eine Energiezelle. Na. Ich muss da hoch. Aber der Mech ist noch draußen. Komm schon, gehen wir weiter. Monkey, das ist eine Energiezelle. Zu wertvoll, um sie da zu lassen. Bitte. Hilf mir irgendwie da hoch. Okay. Aber machen wir schnell.
Lass mich einen Scan machen. Okay. Sie und ihre Scans. Dort ist der Kontrollraum. Wir müssten die Trümmer hochklettern können. Oh, bevor wir hochklettern, musst du die Mechs beseitigen. Hab eine Schwäche beim Mech entdeckt. Ich warte hier auf dich. Das ist zu freundlich von dir. Nee. Von mir aus. Ich darf nicht da runter? Okay, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Warte mal, ich muss doch. Ah. Da hinten ist was für ein Mech, dass der so besonders aussieht? Oh, entschuldigt, liebe Leute. Erst den mit der Verstärkung. Nein! Nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Nein! Hat das noch gereicht? Gut. Jetzt brauchst du diese Energiezelle da. Ganz schön knapp. Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass das noch reicht. Wo bleib ich denn jetzt gerade hängen? Ich sehe da was. Ganz viel nur googeln. Ich dachte, ich hätte den richtigen ausgeschaltet. Und dabei war das dann... Ja. Trip. Lass mich meine Arbeit machen als kleiner Affe, ja? Dankeschön. Das klingt doch nach dem Köter. Gesundheit voll. Ja, ist okay. Na gut. Hier lang. Okay. Hier. Hier. Ne, warte mal, was? Ah, ich muss sie, glaube ich, erst hochholen. Dann mache ich das doch. Ach nee, ich muss sie erst da hochwerfen. Ich werfe sie erst da hoch. Wo ist sie denn? Kannst du bitte kommen? Trip, warum kommst du nicht? Muss ich dich da etwa auch hochwerfen? Ist es das? Kann die überhaupt irgendwas? Ich frage nur. Dann gehe ich nochmal runter und werf sie hoch. Trip, wo bist du? Natürlich muss ich sie mitnehmen. Also sonst. Okay, wirf mich hoch. Bin dabei. Es sind übrigens ungefähr 12 Kapitel. Ich habe es nämlich extra mal nachgeguckt. Das heißt, wir haben doch noch einiges vor uns. Ja. Ja, da ist eine Energiezelle drin. Ich muss sie nur irgendwie abkriegen. Wieder so eine Störung. Was hast du gesagt, Monkey? Ach, nichts. Ich werde mich mal umsehen. Okay. Okay, ich glaube, das schaffe ich.
Die Energiezelle ist mit einem elektronischen Schloss gesichert. Also, ich muss das ganze System hochfahren, um es zu umgehen. Das sollte nur ein paar Minuten dauern. Nur ein paar Minuten, Leute. Nur ein paar Minuten. Ich würde schon gerne da in die Mitte kommen. Ha. Was bringt mir das? Okay. Ich kann dann darüber und dann darüber. Hierüber. Darüber und dann weiß man es nicht genau. Darunter für die Störung. Ja, toll, danke. Trip, schalt es ab. Schalt es ab. Was in aller Welt machst du? Ah, ich verstehe. Bloß nicht runter. Trip, kannst du mal aufhören, mir mit dem Ding zu folgen? Monkey, ich hab eine Idee. Da oben ist ein Gerüst. Scheiße. Ich kann es auf den Hund runterfallen lassen. Verdammt, es funktioniert nicht. Ja, danke. Der Mechanismus klemmt. Monkey, du musst da hoch und ihn lösen. Danke. Wie soll ich das machen? Wenn du die Beleuchterbrücken ausrichtest, müsstest du hochklettern können. Ah. Oh Romeo, oh Romeo. Oh Julia, oh Julia. Falls ihr es im Hintergrund nicht mitbekommen habt. Hoppala. Da habe ich ja glatt nochmal Glück gehabt. So. Also. Sie will was genau? Warte. Ich mache einen Scan. Mach einen Scan. Okay. Siehst du diese Schalter? Die sind für die Beleuchterbrücken. Davon gibt's 3 Stück. Und wenn du sie am Gerüst ausrichtest, solltest du rüberkommen. Na klaro. Nummer 1 ist ja hier drüben. Komme ich da einfach so hin? Oder ist halt die Frage. Probier ich. Yep, da komme ich einfach so hin. Cool. Genau so. Aber die dritte Leuchterreihe ist noch unten. Danke. Trip, danke. Du musst alle 3 auf eine Höhe bringen. Trip, halt die Schnauze. Darf ich nicht wieder darüber? Ist es nicht gewollt? Doch. Ich muss aber doch irgendwie von da hinten... der ist jetzt da unten beschäftigt, ne? Welcher ist denn jetzt noch nicht oben? Ich weiß es nämlich gerade ehrlich gesagt nicht. Naja. Die
Frage ist, schafft er den Sprung? Ich meine, den einen Sprung hat er ja auch gerade relativ zivil hingekriegt, ne? Der hintere ist nämlich noch nicht oben. Warum folgt mir dieses blöde Licht die ganze Zeit? Keine Ahnung. Gehört wohl zum Unterhaltungsprogramm. Ich muss aber nicht zu dem hier, oder? Ach, egal. Ich probier's einfach mal aus. Solange ich mich nicht vertue und aus Versehen runterfall, ist alles gut. So wie gerade. Kommst du jetzt an den Schalter ran? Okay, warte mal. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Ich habe aber trotzdem eine Idee. Jetzt muss ich irgendwie wieder zurück. Ach, komm. Mongi, mach doch. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich tue, richtig ist, aber ich habe das Gefühl, wenn ich... Es ist zu niedrig, oder? Ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts und weiß nicht, wie ich... Es nervt, Leute, es nervt. Ich sehe nichts. Ich kann nicht sehen. Dank der geilen Kameraführung. Okay, nochmal. Ich glaube, das wäre schon richtig gewesen. Naja, egal. So cool das Klettern manchmal ist, so nervig ist es trotzdem zwischendurch dann doch. Okay, also nochmal. Ich möchte hier rüber. Hier rüber. Danke. Was? Ihr wollt mich doch trollen, oder? Die wollen mich doch minimal trollen von der Kameraperspektive. Die wollen mich minimal trollen mit der Kameraperspektive, ey. Geh wieder zurück. Ich muss irgendwas sehen. Irgendwas muss ich sehen. Monkey, irgendwas muss ich sehen. Geh wieder zurück. Geh bitte wieder zurück. Hallo. Nö. Man lässt mich nicht sehen. Cool. Leute, die Kameraperspektive ist gerade einfach für Müll. Ist so. Die Frage ist, wie komme ich an den da oben dran? Nicht von hier. Ah, komm, ja, ist okay. Ist das nervig? Mich stört hier nicht mal daran, dass ich hier irgendwas machen muss. Mich stört die Kameraperspektive so enorm, weil ich nichts sehen kann. Ich versuche es jetzt nochmal von hier aus. So. Ja, ich sehe das. Komme ich da hoch? Nein, ich komme nicht da hoch. Das ist nämlich doof gelaufen.
So, dann weiß ich nämlich nicht genau, was die von mir wollen. Wie komme ich da hinten hin? Ich weiß es einfach nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Also so richtig Spaß macht das gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch das Gefühl, dass ich von irgendeiner anderen Seite hätte dahin kommen sollen, aber irgendwie... Wie komme ich zum Fick nochmal da hinten hin? Man weiß es einfach nicht. Man fragt sich noch. Okay, nochmal darüber, nochmal darüber, nochmal hier rüber, nochmal darüber. Hier. Wenn ich schnell genug bin, kriege ich das vielleicht hin. Ist das eine Option? Ich sehe einfach überhaupt gar nichts. Cool. Ich muss irgendwie da hinten... Ja, ich hab's gesehen, Leute. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss nochmal zurück. Ich verstehe es jetzt. Meine erste Idee war gar nicht so dumm. Aber die Perspektive hat mich so aus dem Konzept gebracht. Ich muss den blauen nochmal runter machen, um dann an den roten zu kommen. So sieht's aus. Oh, zum Glück ist er jetzt so großzügig. So, und von da aus komme ich nämlich an den Hebel. Ich muss nur einfach schnell genug sein, damit dieser Bastardo von Hund mich nicht erwischt. Ey, ich habe gerade noch was von schnell genug sein gesagt, ne? Spring doch, Monkey! 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 Ich habe gerade noch gesagt, ich habe das durchschaut und dann springst du einfach nicht. Ja, ne? Krass, ich weiß. So. Ich habe sogar noch 2 Minuten. Es könnte sein, dass ich das in 2 Minuten jetzt sogar noch schaffe. Okay. Jetzt das ganze Spiel nochmal. Nämlich darüber. Hoch mit dir. Jetzt können wir auch den letzten hoch machen. Und zack. Yep. Jetzt sind alle ausgerichtet. Ja, krass, ne? Immer diese ganzen Umwege. Und zack. Hoch. Du. So hat er auch geguckt. Erschlagender Hund. Immer noch. Na, wenigstens haben wir die Zelle. Nicht wie raus hier, bevor das Vieh sich losreißt. Hey, warte mal. Wir scannen ihn. Bist du irre? Den Hund scannen? Das ist noch nicht gut. Vertrau mir.
Okay. Gehen wir. Was gucken die beiden sich denn so romantisch an, bitte? Also werden wir wohl Show am Broadway. Wir werden den Hund wohl nochmal wiedersehen. So wie es aussieht. Ui. Heftig viel Ladezeiten hier. Kapitel 5, Absturzstelle. Da, die Absturzstelle. Wir sind fast da. Wir müssen zuerst über diese Brücke. Ui, was wir alles immer so zuerst machen müssen, ne? Tut mir leid, Trish, ich habe jetzt aber gar keine Zeit, weil der Part ist zu Ende. Da haben wir das Abenteuer auch geschafft. Bin jetzt noch in Kapitel 5 angekommen. Bin ich müde? Vielleicht ein bisschen. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein.